Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Jedos TV, eine weitere Folge Ram Royale, wieder mit dabei unser lieber Floschbert. Moin moin. Jawohl. Wir haben es mittlerweile so gemacht, dass wir quasi hier euch am Anfang begrüßen und dann in eine Folge reinsetten, die wir dann irgendwann mal gedreht haben, weil wir uns so einfach sparen, vor jeder Folge immer diesen ganzen Seromon aufzusagen. Wir haben eine recht schöne Runde für euch in petto mit insgesamt 21 Eliminierungen, also eine sehr, sehr, sehr schöne Runde. Ich habe den Hunter gespielt, der Floschi mal wieder mit seiner Lieblingsklasse Mage unterwegs. Bis zum Ende relativ gut runtergespielt. Wir haben häufig unsere strategischen Positionen, die vorteilhaften strategischen Positionen in Angriff genommen, dass wir halt immer einen Vorteil gegenüber dem Gegner hatten. Ich denke, das ist eine ganz lustige Runde und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß damit und ja, schauen wir mal. Der Floschi, viel Spaß. Ja, sicher, viel Spaß. Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich würde sagen, wir versuchen auf jeden Fall wieder zur Kreuzung zu kommen. Ich finde es da mittlerweile tatsächlich relativ geil. Ja, schön viel Action. Ja, also viel mehr Action wirst du wahrscheinlich im Spiel nicht bekommen. Nee. Ah, ich bin ein Stück gedroppt, leider. This would be fun. This would be fun. Ich bin jetzt nochmal wieder Hunter. Hunter. Ich hätte ganz gerne nochmal den Bogen. I am the Hunter. Also was ich auf jeden Fall richtig cool finde, ist, dass man jetzt mittlerweile zu zweit durch die Gegend laufen kann und looten kann. Das sollten wir auch immer noch mal wieder im Auge behalten. I'm the Hunter. Ja. Landung auf jeden Fall neben uns. Ah, hier ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Hier ist Pops. Ach, die habe ich jetzt genommen natürlich. Oh. War ja noch einmal looten. Ja. Hier ist noch eine MP. Eine MP. Ja, ich kann die nehme ich besser als meine jetzt hier. Direkt hier neben uns. Mit Shotgun, ach du Scheiße. Nice. Hast du ihn komplett down? Nur das Huhn. Ach ja. Noch ein Huhn? Ja. Das Huhn ist hier drin. Ich lauf rechts rum. Was down. Komm sofort zurück. Ich hab's noch nicht. Ah, okay, ich hab's. Ja, alles klar. Es kam schon wieder auf mich zu. Ich hatte mich gerade schon weiter ausgewundert. Schade. Hier komm, habe ich ein bisschen hochgeworfen. Ja, wo ist denn der Fight? Hätte irgendwo im Osten. Gegner hier bei mir. Assassin. Ist weggeportet. Der kommt zu dir, glaube ich, rum. Oder ist der hochgejumpt? Ne, der ist hier. Ich komm. Der kommt hoch, die Treppe. Ja, ist ein Hund. Ich hab einen epischen Hammer. Nice. Scheiße. Noch einer? Ich glaube im Haus. Ja, ist im Haus. Ja. Hat volle Rüstung. Kommt noch einer. Kommt noch einer. Ja. Hinter, pass auf, ne? Ja, ja, ich bin, ich hab das Huhn. Okay. Alter! Bin erstmal weg. Versuch rauszufliegen, wenn du es schaffst. Hast du beide gekillt? Ja. Sorry, du Model. Komm zu dir. Sind da oben noch Waffen? Ja, ich hab den jetzt gerade. Ich hab jetzt aber noch einen Heal-Totem. Wobei, das Heal-Totem nimmst du dir natürlich. Hier ist bei mir. Hier draußen, also draußen vor dem Gebäude ist auf jeden Fall noch das Heal-Totem. Oh ja, das ist doch eine Waffe für mich. Ach, kein Wunder, dass die doch etwas mehr Damage gemacht haben. Die waren schon ganz gut ausgestattet. Was hatten die denn? Der eine hat einen Slug und ein lilanes Impuls. Die haben auch gar nicht mal so schlecht getroffen, muss ich sagen. Ja, ich habe auch recht. Also, ich glaube nicht, dass das Bots waren. Nee, das wären keine Bots gewesen sein. Oh, Gegner Südosten 150. Ja. Ein Huhn. Doch, rum. Sind zwei Gegner. Ja.
Ein Huhn down. Okay. Aber der andere rennt hier bei mir. Ja. Oh, der Hammer ist witzig. Der ist auch stark, ja. Wo sind die Splitter von dem Spacko? Sind die weg? Da. Also ich fange jetzt mal eben kurz an zu craften, ja, weil ich habe 200. Wir müssen auch ein Stück laufen wieder. Vor allem mit... Ja. Lauf! Ne, also ich muss sagen, Impuls ist nicht mehr meine Waffe. Ich fand die früher mal wirklich stark, die hat mir echt gut gefallen, aber mittlerweile... Scheiße, ich brauche noch 15 für Rüstung. Na, dann lasse ich dir die übrig. Hier ist auch noch ein Totem, das du auseinandernehmen kannst. Wir müssen... Eisblock hier, eine Legendär. Ich glaube, ich bleibe bei einem Heal-Totem. Na gut, ist halt Legendär, ne? Legendär, ja. Ja, ist recht. Gegner? Ja. Wo? Oh. Nicht mehr so viel haben, ey. Komm von oben. Einer ist draußen. Einer ist noch nach oben geflogen. Komm zu dir. Keine Ahnung, wo die sind. Denk mal oben. Wir sind im hinteren Teil. Vom hinteren Teil wurde gerade auf mich geschossen. Alter. Ich versuch rumzukommen. Ich brauche noch ein bisschen. Kommst du zu Alles mir? Gut. Wo ist der? Ist hier draußen, der ist Richtung 60, wollte aufsitzen. Ein Huhn. Der andere auch? Ja, der andere ist tot, den habe ich schon gekillt. Okay. Ist auch dort, beide tot. Zone. Ja, weg. Fast wieder vercheckt die Zone. Wir haben die Zone vercheckt. Sie hat uns nur dieses Mal ausnahmsweise nicht getroffen. Meine Pots liegen da noch drin. Ja, eigentlich. Ich habe auch nur noch eine Health Pot. Das ist halt leider dann so. Aber obwohl ich habe Rösi. Alter, du bist auch ein scheiß Lacker, was diese Drecksrune angeht. Ne? Ich habe die bis jetzt einmal gehabt und das war, als ich sie dir geklaut habe. Ja, also. Ah, dafür hast du Geschwindigkeitsrune oder? Keine Ahnung. Ich kann mal. Waldsenkel können wir mal, oder? Reduziert die Wiederbelebungszeit als Hühnchen. Natürlich auch jetzt nicht schwach, aber ja. Ach scheiße, das war doof. Da ist ein Gegner an der Scheune. Scheiße. Das links rum, gut. Links rum. Ja, ja. Hochgerannter Ratte zum Sägewerk hier links. Einer an der Schmiede. Ja, ich sehe. Schmiede erst? Ja, erst Schmiede. Der rennt hoch gerade. Der ist nach hinten. Der ist nach hinten gerannt. Ja, stehen hier vorne. Also wie gesagt, im Süden ist auch noch einer gewesen. Ich weiß nicht mehr. Ja, lass uns erstmal die an der Schmiede holen hier jetzt. Ein Worry mit einem Slug. Wir müssen auf jeden Fall ein Stück laufen. Komm von oben. Siehst du irgendwas? Zwei Boris. Ein Huhn. Zwei Hühner. Jo. Einer down. Meiner ist down. Ja, meiner. Machen wir eben Pots. Dann müssen wir direkt heizen, glaube ich. Ich bin echt weit, ey. Nehmen wir nochmal eine Waffe.
Du kannst ja meine Rüstungsplatz auch mitnehmen. Ja. Ach, du hast gar keine gecraftet. Ja, dann nehme ich die auf und drop die direkt. Ich habe auch Rüstungsplatz gecraftet. Okay. Ja, stimmt. Du kannst aber eigentlich direkt droppen dann, ja. Wobei, 10 Sekunden Unterschied, ich werde die bis dahin aufnehmen können. Passt also. Komme. Saufen tue ich später. Wir müssen ziemlich straight in die Zone. Ja. In die Zone. Ja gut, wir haben ein bisschen Vorsprung haben wir jetzt dieses Mal auf jeden Fall. Von daher alles okay. Als sonst immer. Ja. Sonst geht's immer direkt ins Gesicht. Ich glaube, ich würde jetzt auch direkt nochmal kurz die Rüssi-Pots laufen. Ja. Bevor wir gleich wieder in den Kampf kommen. Ich würde aber nur ein oder zwei saufen, weil je nach Zone, ich weiß nicht. Nee, die Zone trifft uns nicht mehr. Also da brauchen wir uns dieses Mal keine Gedanken zu machen. Okay. Das kriegen wir hin. Ich habe jetzt auch den Bogen auf jeden Fall. Also bin ich eigentlich waffentechnisch gut ausgestattet. Meine Fähigkeiten sind zwar, sagen wir mal, nicht ganz so brauchbar, aber auch das werden wir hinbekommen. Sollen wir zum Knochen zur Kiste? Okay, ist gerade gelootet. Komm, schon wieder schmutzige Hände. Bist du aufgeregt? Ja, ich bin aufgeregt. Doch schon wieder ein Sieg werden hier. Ja, wäre cool. Ja, lass ich dich mal vorreiten. Ja, ich folge dir einfach. Ich würde mal Richtung Pilz gehen und mal gucken, ob da vielleicht noch irgendwas kommt. Wir müssten ja, wenn dann uns jetzt gleich in die Arme laufen. Weil Gegner Richtung 165. Ein Treffer. Oh, das war Stinky. Ein Huhn. Einer. Ah, komm schon! Komm schon! Ah, okay, nice. Boah, der Stab ist nice, muss ich sagen. Denk an Pilz, da kommen wir gleich mit Sicherheit Gegner. Ne, ich sehe nichts. Oh, erstaunlich. Kiste am Katapult im Westen. Ich würde ganz gerne noch mal kurz gucken, ob hier vielleicht gleich noch irgendwas, irgendein Nachzügler kommt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass jetzt nichts im Pilz war. Ja, wie gesagt, ne? Strange. Vier Fünftel Bots. Obwohl, es ist jetzt so langsam Mittag, ne? Ja, da bin ich mal gespannt, wann sie das in den Griff. Direkt vor uns zwei Gegner. Wir haben die bessere Position. Kopfschuss. Ja, ein Huhn. Der andere müsste noch hinter dem Stein sein oder hinter dem. Ich reite straight rein. Ja, ich komme von rechts. Sind beide weg. Ich höre ihn doch hier. Die sind hier unten hinterm Gebüsch. Beide? Hier, da ist einer hinter, der Assassin. Der zweite ist hinter mir. Wahrscheinlich da hinter dem Baum. Beides Huhn. Okay. Schau mal deine Base. Hol den am Stein. Schau mal den links. Okay, der killt sich selber. Ist in die Zone gerannt. Ist down, meiner. Ah, ja, meiner ist auch down. Ja, komm, ich teste mal das LMG. Willst du den Hammer? Nee, ich hab Crossbow. Der war mal die Splitter gönnen können. Ne? Hier oben war gerade noch ein. Hinter mir? Von hinter. Hinter dem Stein, hinter dem großen. Der muss gleich kommen, Zone kommt. Ja. Von der Seite auf dich, Floschi. Pass auf. Alter! Mehrere Gegner, Floschi, mehrere Gegner. Ein Treffer auf den Assassin. Fliegt, glaube ich, zu seinem Mate. Müssen gleich kommen, die Zone ist da.
Treffen nicht schlecht, die beiden Bastarde. Ein Huhn. Er reitet. Darf ich nicht mehr. Komm weg, wir müssen hin. Wir müssen hin. Ja, ja. Mit seinem Scharfschützengewehr auch nicht mehr so gut. Da vor uns. Wir sind da einer hinterm Baum. Ein Kopfschuss auf den Mage. Ein Huhn. Einer down, ich bin weg. Einer ist komplett down. Er ist hier hinter dem Stein, direkt vor mir. Ja. Ein Kopfschuss. Ein Huhn. Nice. Was für ein... Kannst du Scharfschützengewehr haben? Ich bleib beim Bogen, ich finde den Bogen jetzt momentan ganz okay. Ich nehme das jetzt auch nicht mehr, es geht gleich in den Nahkampf. Ja. Fünf noch? Wo? Fünf Gegner noch. Da, ich war. Da, vor uns. Ein Huhn. Noch ein Huhn. Einer down. Einer der andere ist hinterm Baum. Baum. Ein Huhn. Komm hin. Ich geh von rechts. Ja. Ach Quatsch, das hab ich ja gar nicht mehr. Oh, die ist noch besser. Die nehme ich doch. Die auch noch mal mit. Zwei Gegner noch. Oh, ein legendärer Bogen, den nehme ich doch mit. Ich fast liegen lassen. Wo sind die Gegner denn? Das war eine Mine, die ausgelöst. Ja, ich hab's. Alles gut. Ja, komm mal zurück, wir müssen auf jeden Fall hier an der Position bleiben, irgendwo. Jetzt hätte ich doch gerne die Scharfschützen. Ja, egal. Dann liegt hier noch irgendwo eins. Leider nein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Highground bekommen hier so richtig. Also hier kannst du noch relativ gut stehen. Ich denke mal, aktuell werden die wahrscheinlich 285 oben in der Ruine rumdümpeln. Tippe ich jetzt mal drauf. Kann auch sein, dass sie eventuell schon in einem Gebäude drin sind. Ja, lass hier bleiben, oder? Gucken, ja, hier ist jetzt aktuell erstmal gut. Ich würde sagen, hier haben wir jetzt erstmal einen kleinen Vorteil. Wo sind sie denn, die kleinen Gegner? Sensordrohne wäre jetzt natürlich cool. Ich glaube, ich habe sie gesehen. Wo? Oh. Jetzt war, glaube ich, doch nur ein Busch. Sorry, war auf 240 ganz hinten, aber... Ein Gegner, auf jeden Fall 210. Ganz hinten, beide Gegner ganz hinten. Haben die das doch? Ich dachte erst, das wäre ein kleiner Busch gewesen. Zwei Treffer. Noch ein Treffer auf den Assassin. Nein! Scheiße, die haben ja auf jeden Fall Scharfschützengewehre. Muss mal kurz regeln. Ja, du müsstest Richtung Zone auch laufen, glaube ich, gleich. Alles gut, alles gut. Ich denke mal kurz. Ein Hit. Ja. Ich gehe ein Stück ran. Sind die immer noch an der Position? Ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe sie auch nicht von hier. Die haben auf mich geschossen von irgendwo. Ich glaube, die werden schon ins Gebäude reingegangen sein. Glaube ich, wie wir links rum geritten. Ja. Ja, die sind vor uns im Gebäude auf jeden Fall. Ich habe gerade Schritte gehört. Ein Huhn. Ich gehe ran. Oh Gott, ich bin getroffen, ey. Hier. Nice! Yeah. Sauber runtergespielt! 21 Eliminierung, das war eine schöne Runde, du! Schöne Runde! Ja,
Wir sind am Ende unserer Runde angelangt. Vielen Dank für euer Interesse, dass ihr zugeschaut habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und noch viel mehr würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns ein kleines Abo dalasst. Ja, war ja an sich mal keine schlechte Runde. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.